Ein Ebola-SWAT-Team und sind die Strafen für Pädophile zu hart? Ich bin Marty und das sind die Flash News. Eine Studie der CIA hat festgestellt, dass die Waffenlieferung an Rebellen nur selten erfolgreich ist und viele Risiken birgt. Diese Studie ist nur eine von vielen zu diesem Thema, die zwischen 2012 und 2013 in Auftrag gegeben wurden. Das Fazit: Viele ausländische Kräfte, die heimlich von den USA mit Waffen versorgt wurden, konnten nur minimale Auswirkungen bei länger anhaltenden Konflikten erzielen. Vor allem, wenn diese Kräfte nicht noch zusätzlich von US-Bodentruppen unterstützt worden seien, hätten die Waffenlieferungen kaum Erfolge gehabt. Als Beispiel wird unter anderem der Afghanistan-Krieg in den 80er Jahren aufgeführt. Die USA hatten die Mujahedin mit Waffen ausgestattet, damit sich diese gegen die militärische Invasion der Sowjetunion zur Wehr setzen konnten. Das hatte soweit auch ganz gut funktioniert, allerdings wurden dann viele der Mujahedin, die von den USA mit Waffen beliefert und teilweise sogar ausgebildet wurden, etwa 10 Jahre später Mitglied von Al-Qaida. Genau diese Wende befürchten Kritiker auch bei den syrischen Rebellen. Im April 2013 hatte Barack Obama beschlossen, diese mit Waffen zu beliefern. Aktuell wollen die USA jährlich 5000 Aufständische im Kampf gegen die IS-Kämpfer ausbilden lassen. Ganz Amerika ist empört! Diesen Eindruck bekommt man auf jeden Fall, wenn man sich die Schlagzeilen der letzten Tage anschaut, die sich um den Umgang der USA mit Ebola drehen. Grund dafür ist, dass sich eine zweite Krankenschwester in Dallas mit dem Virus infiziert hatte und zuvor noch einen Flug absolvieren konnte, obwohl sie Fieber hatte. Die Schwester war in Ohio gewesen und hatte vor dem Rückflug nach Dallas bemerkt, dass sie Fieber hat. Das meldete sie der amerikanischen Gesundheitsbehörde. Diese erlaubte ihr aber zu fliegen, weil ihre Temperatur unter 38 Grad lag und sie keine Ebola-Symptome aufwies. Jetzt werden die 132 Passagiere gesucht, die zusammen mit der Krankenschwester geflogen sind. Sie müssen auf Ebola untersucht werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Passagiere angesteckt haben, ist allerdings gering, da die Schwester sich während des Fluges nicht übergeben und auch nicht geblutet hat. Zuvor hatte sich Krankenhauspersonal beschwert, dass die Krankenhäuser nicht ausreichend auf den Ebola-Virus vorbereitet seien und das Personal selbst nicht gut genug über Sicherheitsvorkehrungen aufgeklärt werde. Präsident Barack Obama kündigte an, ein Ebola-SWAT-Team vom Seuchenzentrum ausbilden zu lassen. Dieses soll dann zukünftig innerhalb von 24 Stunden in die Krankenhäuser kommen, wo ein Ebola-Patient eingeliefert wird und das Personal anweisen. Der amerikanische Kriminalautor John Grisham kritisierte in einem Interview, dass zu viele Menschen wegen Pädophilie im Gefängnis säßen, obwohl sie nie ein Kind angefasst hätten. Grisham meinte, dass amerikanische Gefängnisse von Typen seines Alters bevölkert seien, die nie jemandem etwas getan hätten und nie ein Kind anrühren würden. Dass sie Kinderpornos schauten und herunterluden, stellt er als eine Verkettung von unglücklichen Ereignissen dar. Er sagte, eines Nachts sind sie ins Internet gegangen, sind rumgesurft, vermutlich hatten sie zu viel getrunken oder sonst was. Dann drückten sie die falschen Knöpfe, gingen zu weit und kamen zum Kinderporno. Als Beispiel führt er seinen alten Universitätsfreund an, der alkoholabhängig war. Dieser hatte eine Webseite besucht, auf der 16-jährige Mädchen dargestellt wurden, die aber wie 30 ausgesehen hätten. Von dieser Seite lud er Material herunter. Jetzt sitzt er dafür für 3 Jahre im Gefängnis. Grisham machte deutlich, dass er nicht mit Pädophilen sympathisiert, aber er glaubt, dass die amerikanische Gesetzgebung nicht differenziert genug ist. Seiner Meinung nach müsste zwischen Tätern in der realen Welt, die sich an Kindern vergehen und welchen, die Material im Internet herunterladen, unterschieden werden. Viele amerikanische Medien äußerten ihr Entsetzen über diese Aussagen und auch der Interviewer wies Grisham darauf hin, dass die Nachfrage nach kinderpornografischen Inhalten ja das Angebot bestimme. Was haltet ihr von Obamas Idee eines Ebola-SWAT-Teams? Und findet ihr, dass das Herunterladen von kinderpornografischen Inhalten nicht strafbar sein sollte? Ihr wisst ganz genau, was zu tun ist. Falls ihr euch bereits von mir wieder erholt haben solltet, dann könnt ihr hier noch auf 2 andere Videos klicken und hier gibt's den Abo-Button. Hier ist Texcalibur und in der Videobeschreibung sind sämtliche Social Media Dingstars und mein Kanal. Und das waren, und alle mitsprechen, die Was geht ab Flash News und ich bin jetzt raus.